In diesem Gleitschirm Quick-Out-Karabiner prüfen wir gleich, ob beim Herausfallen dieser Schraube der Karabiner aufgeht. Der Karabiner ist geschlossen, verriegelt und geschlossen. Jetzt drehen wir die Schraube heraus. Wir simulieren praktisch versehentliches Herausfallen. Jetzt ist die Schraube auf. Der Stift, wie wir sehen, fliegt raus. Schraube fliegt runter. Stift fliegt raus mit der Feder zusammen. Und dieses Teil fliegt auch raus. Und der Karabiner bleibt geschlossen. Das ist sehr gut. Diese Verriegelung ist jetzt ohne Funktion, da kein Stift mehr drin. Hält immer noch. Diese Verriegelung aufgemacht, hält weiter. Und erst wenn wir den zweiten Stift betätigen, geht der Karabiner auf, was eigentlich sehr, sehr gut ist. Das bedeutet, wenn bei uns versehentlich diese kleine Schraube löst und der ganze Karabiner praktisch in Einzelteile zerfällt, wir bleiben immer noch am Gleitschirm hängen und können erfolgreich unseren Flug fortsetzen.